Das ist Lisa. Lisa sitzt abends auf der Couch mit ihrem Laptop. Sie möchte sich gerne ein paar neue Klamotten bestellen. Und als sie die Bestellung abschließen möchte, fragt sie sich, wie bezahle ich die Klamotten eigentlich? Welche Zahlungsmöglichkeit es also jetzt für Lisa gibt, dazu kommen wir jetzt. Die erste Möglichkeit ist per Vorkasse. Das bedeutet, der Bestellvorgang wurde schon abgeschlossen, muss nur noch die Ware bezahlen und bekommt sie dann bequem nach Hause geschickt. Eine weitere Möglichkeit ist per Sofortüberweisung. Das heißt, ihr werdet von der Webseite zu einem Online-Banking weitergeleitet und könnt dort die Sofortüberweisung tätigen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit per Nachnamen. Das heißt, der Paketlieferant, wie beispielsweise DHL, kommt zu euch nach Hause und bei der Übergabe der Ware übergibt ihr das Bargeld. Kauf auf Rechnung, das haben wir hier unten. Das ist auch eine populäre Art. Warum? Weil man die Möglichkeit hat, die Ware zu prüfen, zu kontrollieren, um den Nachgang zu bezahlen. Das Lastschriftverfahren könnt ihr euch so vorstellen, ihr bezahlt beispielsweise etwas bei Amazon und ihr selber müsst das nicht überweisen, sondern Amazon bucht es von eurem Konto ab. Eine weitere Möglichkeit ist per PayDirect. PayDirect ist einfach ein Zusammenschluss von Volksbank und Sparkasse, worin die Möglichkeit besteht bzw. der Vorteil vor allem, weil die Daten nicht gegenüber PayPal an Dritte weitergegeben werden. Letzteres gibt es dann natürlich noch die Kreditkarte, Visa, Mastercard, wo man die Kartennummer, die Prüfziffer und noch einen Sicherheitsvorgang bestätigen muss. Um mehr über die Kreditkarte zu erfahren, müsst ihr das nächste Video anschauen. Jetzt weiß Lisa Bescheid und kann ihre Bestellung abschließen.